Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Brick Breaks. Wie ihr sehen könnt, haben wir heute hier einen Sondergast, einen Sonderflieger, also einen 747, die kommt zwar auch als normales Passagierflieger, aber das ist eine Privat-Airline, also eine Privatmaschine. Eigentlich, die gibt es auch als normale, genau, auf jeden Fall können doch normale Passagiere mitfliegen, aber sonst ist sie eine Privatmaschine, genau. Ja, wir müssen uns um die Maschine kümmern. Ich habe mal direkt das Licht angemacht, dass wir dann hier direkt besser sehen können. Dann kümmern wir uns mal schnell mal um die Maschine, dass die ihren Rückflug bald beginnen kann, weil die muss rechtzeitig wieder raus. Deswegen nehmen wir jetzt unsere Flughafenfahrzeuge wieder. Da ist doch schon unser Dings, unser Treppenfahrzeug. Das brauchen wir auch direkt. Unser Treppenfahrzeug, das muss ja direkt da ran. Deswegen gut, also gut, dass wir jetzt nochmal ein Treppenfahrzeug. Gut, dass wir jetzt ein Treppenfahrzeug jetzt hier gerufen haben, der sich jetzt um die Bergung der Maschine kümmert. So, wo müssen wir hin? Wo muss die Maschine geparkt werden? Da muss ich hin. So. Dann. Hallo? Also müssen wir alles machen. Ach, saß da Tür. Ich dachte, ich habe erstmal gefragt, wo die Tür ist, aber die Tür ist da. Öble. Das war nicht geplant. Zip. So, nochmal rückwärts, damit sie dann perfekt eingeparkt haben für die Maschine nachher. Dass sie dann ihren Flug bald begehen kann, weil die muss ja rechtzeitig wieder zurück nach. Wo kam die nach Amsterdam? Die muss ja rechtzeitig wieder nach Amsterdam. Nee, nicht Amsterdam. Dubai war's. Dubai kommt die her. Damit die pünktlich jetzt aus Dubai wieder kommt, müssen wir die jetzt abfertigen. So, ich mache direkt nochmal hier die Türen auf für unseren Catering Truck und für unser anderes Treppfahrzeug. Ich stelle mal, glaube ich, ein Licht hier hin, dass wir was sehen. Licht. Oh, hier ist was. Oh, das da könnte ich mal gebrauchen. Hier ist extrem dunkel. Was ist das? Was ist das? Ey, das gefällt mir. Kann man das irgendwie einspeichern? Jetzt mache ich Nachtaufnahme. Licht gibt's hier nicht irgendwie, nee. Dann müssen wir halt erstmal ohne machen. Aber ich hatte doch hier noch. Ich hatte hier. Jetzt nehmen wir erstmal unser Treppenfahrzeug, stellen es auch erstmal hier hin, weil das muss ja auch erstmal beladen werden. Das ist noch erstmal hier. Maschine beladen. Ach, das ist die Tür. Genau, hier ist ja schon links die Maschine. Weil die Maschine wird wahrscheinlich sehr voll werden heute. Jetzt brauchen wir unseren Catering Truck, dass die Maschine dann wieder rechtzeitig wegfliegen kann. So. Da ist das unser Catering Truck, der jetzt erstmal hier parkt. Erstmal hier sich hinstellen wird. Muss nochmal drehen. Müssen nochmal drehen. Ja, perfekt. Nein. Super. Perfekt. Dann können wir jetzt das Catering hat jetzt begonnen. Wir müssen auch noch das Flugzeug ein bisschen säubern, also noch ein bisschen vom Dreck befreien, dass er noch bestimmt noch ein bisschen Müll noch drin vom vorherigen Flug, der erst immer raus muss, bevor wir überhaupt neue Passagiere einladen. Mhm. Auf jeden Fall gibt es auch bald wieder noch. Bald bekommen wir auch wieder neue Flughafenflugzeuge. So, da schon den Gepäckwagen. Wir brauchen nämlich nur erstmal einen.
So, dann laden wir das Gepäck jetzt ein. So, Gepäck kann jetzt eingeladen werden. Gepäckewelt können jetzt eingeladen werden. Da ist auch schon der Gepäckwagen. Können wir ja ganz kurz mal die Maschine besichtigen, bevor wir dann gleich, weil bevor sie dann wieder weg ist, weil hier sieht man nicht alle Teile so einer Maschine. So. Gehen wir jetzt mal wieder hoch. Komm schon, lass wieder rein. Warum können wir denn nicht rein? Ich glaube, ich bringe die Treppe nochmal richtig ran. Genau, hier ist ein riesiger Frachtbereich. Hier kann man riesige Fracht einladen und so. Ich glaube, dafür sind diese. Genau, hier sind zwei Türen. Hier sind Türen, aber hier können auch Sachen hinten eingeladen werden. Aber ich glaube, das machen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Nee, das machen wir erstmal nicht. Genau, hier kann man ja. Hier haben die auch eine Treppe hingesetzt. So. Oben ist ja der richtige Bereich, da können die aber mit der Treppe hoch. Aber wir können trotzdem oben aufmachen. Wir waren noch nicht richtig fertig. So. Tür einfach zugeht. Tür einfach zu. So. So. Die Passagiere können ja einfach hochklettern. Hier haben wir auch so einen kleinen Bereich. Genau, das ist dieser kleine Bereich und dann ist halt dort die Tür. Ob wir also diese Privatmaschine jetzt bald wegfliegen. So, Koffer sind auf jeden Fall schon mal fertig. Viele Koffer sind das nicht. Sauber machen braucht man auch nicht viel. Catering. Die Maschine ist eigentlich jetzt schon wieder abflugbereit. Türen kann man schon mal schließen. Kommt sie da weg. Die Tür muss ich jetzt auch erst dazu machen. Dann hole ich jetzt den Shuttlebus. Dann hole ich diesen kleinen Mercedes ab. Die passen da alle rein. Und weg geh und ab geht's nach Dubai. So. So, das Fahrzeug kann du ja weg. Aber ich muss mich auch irgendwie um die Treppe kümmern. So. Die Crew kann jetzt die Tür zumachen. Dann sage ich denn das jetzt. Tür. So, die Tür. Kann die Maschine jetzt starten. Dann wird die jetzt gestarten. Schwer auf die Startbahn zu packen. Ja, so. Und dann
dann geht die Maschine. Und da ist er weg. Da vorne, da blinkt er, da blinkt er. Da vorne blinkt er sehr schwach. Und weg ist er. Ja, weg ist er. Dann habe ich jetzt auch Feierabend. Nach längerem Zeit, noch heute etwas in die Länge verlängerten Dienst. Wegen der Maschine. Ich steige jetzt ein in meinem BMW. Und dann fahren wir mal ganz kurz schnell nach Hause. Die Maschine kann jetzt nach Dubai zurückfliegen. So. So, ich wohne jetzt zum Glück nicht weit mehr. Setzung direkt hier vorne. So. Schnell blinken. Ja, hier war's. Was war das für der Auto? Seht ihr irgendwo Häuser? Wohnhäuser? Ja, hier sind, das ist doch. Hier ist doch mein Haus. Hier parke ich jetzt mal. So. Und ich hoffe, ich hatte dieses kleine Video gefallen. Lasst mir einen Daumen da und dann natürlich sehen wir uns dann wieder bis zum nächsten Mal. Euer Gamester, haut rein. Ciao.